Ich war ja vorher im Innendienst für Osteuropa zuständig. Da habe ich schon die ganzen Verkaufsleute gekannt. Und man hat auch immer wieder gemerkt, ich habe mich überall eingebracht. Ich war sehr kommunikationsfreudig, wollte überall dabei sein. Die Basis dafür ist sicher die Ausbildung gewesen. Eben die Ausbildung an der ATL Kuchl, was eben hinsichtlich Holztechnologie einfach eine nennenswerte Schule ist. Und auch durch meine offene Art und dass ich mich auch nicht verstehe habe. Ich denke, dass ich einerseits sicher durch fachliche Qualitäten auch überzeugen konnte, wobei bei mir als Studienabsolvent noch viel Entwicklungspotenzial war und ist. Also in dem Sinn, denke ich, hat meine Führungskraft dort Potenzial erkannt und Entwicklungspotenzial erkannt. Meine jetzige Position ist eben eher im Designbereich, was ich persönlich jetzt nicht gelernt habe, aber das habe ich dann einfach intern durch Learning by Doing gelernt und das finde ich auch super bei der Firma, dass man da die Möglichkeit bekommt. In meinem Fall, ich habe Holztechnologie und Holzwirtschaft studiert, also komme ich aus der Branche, bin aber nicht logistisch spezifisch ausgebildet. Aber mit den entsprechenden Grundlagen meines Studiums, die mir da auch geholfen haben, gerade was unsere Produkte betreffen, kann man sich den Rest dann auch erarbeiten. Dass man zu uns passt, sollte man teamfähig sein. Also Einzelgänger ist wahrscheinlich wie in jeder Branche eher schwierig. Und ja, offene Art. Und man passt.